Okay, Haha, jetzt kommt schon eine Frage ist für Sie. Meine Ehefrau, ich komme aus Mönchengladbach, weiß ich genau zu sein, aber vor allen Dingen viele Freundschaften in verschiedenen Landesteilen. Der Wies ist für mich das größte Bundesland, wirtschaftlich starkes Land, aber auch ein Land, aber auch ein vielfältiges Bundesland. Und dass dieses Land Strukturwandel in vielen Bereichen geschafft hat, das finde ich irre. Aber ich habe inzwischen gelernt, man kann Münsterländer von Ostwestfalen unterscheiden. Man muss Westfalen vom Niederrhein unterscheiden, den Mittelrhein, das ist alles gut und vielfältig. Also ein tolles Land, ein starkes Land und hat auch eine starke Industrie wieder. Nordrhein-Westfalen ist für viele ja auch die Bundesrepublik im Kleinen. Was würden Sie am meisten vermissen, wenn es dieses große Bundesland nicht gäbe? Ich bin 1998 in Bundesland gekommen, also ich habe auch ein halbes Jahr in Bonn erlebt. Und das Understatement der Bonner Republik, das muss sich auch die Berliner Republik noch ein bisschen erhalten. Also nicht immer dick auf die Trommel halten, nicht immer Großmannzug, sondern diese bescheidene Art, die ich in der gewürdigten Bundesrepublik jetzt die Bonner Republik mitgegeben habe. Also ein großartiges Land. Und das Witzige ist, Bonn ist ja nach wie vor auch Regierungssitz. In meinem Ministerium ist das schon Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dass 40% meiner Mitarbeiter und Mitarbeiter nach wie vor in Bonn sind. Jetzt muss ich den Satz für die Bonner Kollegen mal sagen. Und es gibt ein Bonn-Berlin-Gesetz, das bleibt. Okay, vielen Dank und herzlich willkommen in der Landesregierung.